Markets on Air mit dem Schwerpunkt Australien, Hub für den Asien-Pazifik-Raum. Es ist eines der erfolgreichsten Unternehmen in Westaustralien, die Perth Münzanstalt. Hier dreht sich fast alles um Gold. Die Münzanstalt war ursprünglich ein Ableger der Royal Mint in London und arbeitete bis 1970 unter britischem Gesetz. Heute gehört sie dem Staat von Westaustralien. Münzen und Barren im Wert von rund 6 Milliarden Euro sind hier bisher hergestellt worden. Und die besten Kunden sind die Deutschen. Mehr als 5 Millionen Münzen exportierte Perth nach Deutschland. Das verarbeitete Gold kommt fast ausschließlich aus Australien. Nach China ist der Kontinent der zweitgrößte Goldproduzent der Welt. Perth hat 2 Millionen Einwohner und ist die Hauptstadt Westaustraliens. Anfang November fand hier die erste regionale Asien-Pazifik-Konferenz der deutschen Wirtschaft in Australien statt. Das Interesse war groß, mehr als 1000 Teilnehmer kamen. Schon jetzt funktioniert die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Australien gut. Rund 700 deutsche Firmen sind Down Under mit einer Niederlassung vertreten. Bekannte Namen wie Siemens, Bayer oder Volkswagen gehören dazu. Und Deutschland gehört zu Australiens wichtigsten Handelspartnern. 2016 exportierten deutsche Unternehmen Waren im Wert von fast 9 Milliarden Euro nach Australien. Umgekehrt kamen vom fünften Kontinent Produkte und Dienstleistungen im Wert von mehr als 2,1 Milliarden Euro. Ich glaube, dass dieses Verhältnis ist auf einem sehr guten Weg und ich glaube, es kann noch viel besser werden und wir können noch viel enger zusammenarbeiten. Das wird auch einen großen Unterschied machen, wenn wir das Freihandelsabkommen bekommen werden, was jetzt ja bald anfangen soll, die Verhandlungen dazu zwischen Europa und Australien. Das wird auch noch mal einen riesigen Schritt bedeuten. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier machte bei seinem Besuch in Perth klar, dass es noch viel Potenzial für eine stärkere Zusammenarbeit gibt. Insofern glaube ich, ist die Anwesenheit hier auch noch mal ein Weckruf an uns Europäer, unsere Präsenz hier zu zeigen. Und dies in einer Zeit, in der sich die Architektur in der Welt, aber auch hier in diesem südöstlichen Raum verändert. Deutsche Unternehmen sollten deshalb in Perth nicht nur lernen, dass Australien ein wichtiger Wirtschaftsstandort ist, sondern auch, dass es stark vernetzt ist in der Asien-Pazifik-Region. Rekord bei Wirtschaftswachstum. Das schaffen nicht viele Länder. Seit nun 26 Jahren hat Australien keine Rezession mehr erlebt, sondern die Wirtschaft legt seitdem mal mehr, mal weniger zu. Zuletzt im vergangenen Jahr um gut 2,4%. Eine ganze Generation junger Australier weiß nicht, was das Wort Wirtschaftskrise bedeutet. Australien ist vor allem mit Bodenschätzen reich gesegnet. Große Mengen von Eisenerz, Gas, Öl und Kohle exportiert es vor allem nach China. Und weil die Preise für diese Rohstoffe zuletzt wieder stiegen, geht es dem Land weiterhin gut. Riesenauftrag für Airbus. Der europäische Flugzeugbauer hat den größten Einzelauftrag in seiner Firmengeschichte erhalten. Der Konzern verkauft 430 Maschinen des Typ A320 und A321 an den US-Investor Indigo Partners. Das Unternehmen wird sie unter anderem bei ihren Fluggesellschaften Frontier Airlines und Wizz Air einsetzen. Die Bestellung hat gemessen am Listenpreis ein Volumen von 42 Milliarden Euro. 70 Milliarden Euro. So viel will Volkswagen insgesamt in seine Zukunft investieren. Ein guter Teil des Geldes geht in die Elektromobilität. Denn bis 2025 will VW der weltweit größte Hersteller von E-Autos sein. Und dafür in den kommenden Jahren rund 80 neue elektrisch betriebene Fahrzeuge auf den Markt bringen. Eine wahre Modellflut. Das Auto wird gerade neu erfunden. Wir investieren gezielt und aus eigener Kraft die dafür nötigen Mittel. Bis Ende 2022 stecken wir 34 Milliarden Euro in die Entwicklung von Elektromobilität, in die Entwicklung von autonomem Fahren. Schwerpunkt ist China. Dort muss ab 2019 jedes 10. neu zugelassene Auto elektrisch sein. Wer auf dem größten Markt der Welt weiter mitspielen will, muss liefern. Ganz offensichtlich ist VW gewillt, das zu tun. Allein für China hat der Wolfsburger Autobauer ein Drittel seiner E-Auto-Investitionen eingeplant. Und jetzt blicken wir nach Schleswig-Holstein. Es ist das nördlichste Bundesland Deutschlands. Hier leben 2,8 Millionen Menschen, darunter auch einige Dänen.
Die Landeshauptstadt Kiel ist mit knapp 250.000 Einwohnern die größte Stadt des Bundeslandes. Die wichtigste Branche ist die maritime Wirtschaft. Mit mehr als 1.800 Unternehmen, etwa 42.000 Beschäftigten und einem jährlichen Umsatz von rund 9,2 Milliarden Euro. Die größte Rolle spielt hier die Schiffbauindustrie mit spezialisierten Werften und ihren Zulieferbetrieben. So baut etwa ThyssenKrupp Marine Systems U-Boote für Auftraggeber weltweit. Und die Werften Nobiskrug und Lürssen sind international für ihre Mega-Yachten, wie etwa die weltgrößte Segeljacht A eines russischen Milliardärs, bekannt. Wichtig für die Wirtschaft sind darüber hinaus die Kreuzschifffahrt und Fähren, vor allem nach Skandinavien. Und mit zunehmender Relevanz die Segmente Offshore- und Unterwassertechnologien. In Schleswig-Holstein sind auch gut zwei Drittel der gesamten deutschen Fischereiflotte stationiert. Der Tourismus hat in diesem Bundesland eine weit größere Bedeutung als in den meisten anderen. Einmal im Jahr etwa findet die Kieler Woche mit vielen Segelbootparaden statt. Besonders beliebt sind aber auch die nordfriesischen Inseln, allen voran Sylt, die größte. Hier kommen vor allem deutsche Touristen her. Und nicht nur die, die einen Hauch von Luxus verspüren möchten. Und das war Markets on Air.